Jetzt können wir nämlich hier auch Silos bauen. Brauchen die alle Silos? Silos. Das braucht alle Silos. Okay. Bauen wir da ein Silo hin. Was? Ach, man braucht wieder 10 Bauernhöfe pro Silo. Dann liegt das jetzt natürlich doof da. So. Toll, das hätte ich mal vorher wissen müssen. Hätte ich es anders gebaut. Naja, mal gucken. Das jetzt reicht. Ja, dem reicht das Silo und dem ganz hier unten nicht mehr. Oh, komisch. Gespeichert. Okay, überlastete Straßen. Da gucken wir doch direkt nochmal. Verkehr. So. Hier haben wir so ein bisschen Probleme. Hier drin, da unten. Also die hier, die können wir eventuell auch noch umgehen, indem wir da Straßen runterziehen. Über diese Straße fahren müssen, verstehe ich einfach nicht. Ja, hier fahren sie lang und da fahren sie lang. Also hier führt keine Straße durch, das ist echt doof. Mal gucken, was passiert, wenn wir... Ja, ich will eigentlich so ungern die Häuser abreißen, ne? Ja, der hat angeblich eh keine Straßenanbindung. So. Da hat hier was Neues gebaut. Weg mit euch. So. Jetzt können wir hier zumindest mal eine Straße durchziehen. Ach Gott, ist hier dieser blöde Park, der dazwischen liegt. Vielleicht machen wir auch direkt eine größere Straße, kann ja nicht schaden. Kleine Allee. So. Ah, war doch gerade. Hier, da. Da möchte ich es haben. Gut. So, jetzt können wir wieder ein bisschen grün bewachsenen Kram reinhängen. So. War wieder alles schön. Das dürfte ja zumindest hier die Straßen ein bisschen entlasten, oder? Gleich mal wieder auf den Verkehr gucken. Es gibt keine freien Stellen für ungelernte Arbeitskräfte. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir euch da anbieten können. Also im Produktionsgewerbe hier können Ungelernte arbeiten. Das können wir vielleicht nach hier unten verfrachten. Wohnen ja auch ungelernt. Die sind alle nicht so wirklich zufrieden mit Sicherheit, aber solange ich keine Meldung kriege, mache ich erstmal nichts dagegen. Das ist einfach zu aufwendig. Und den freien Wohnraum, das ist ja nicht so schlimm. Freizeitangebot. Ach Leute, echt, ihr macht mich verrückt. Freizeit hat nur hier. Können wir mittlerweile wieder mal was Neues bauen. Oh, Sportmuseum. Aber warum wird dadurch hier unten nichts grüner, sondern nur da oben? Verstehe ich nicht. Ich setze mal einfach mitten rein.
So, was haben wir hier noch? Verkehrsprobleme. Ja, hier sind so ein paar Menschen, echt, denen kann man es anscheinend einfach nicht recht machen. Warum nehmt ihr nicht einfach die Bahn da? Junge, Junge, Junge. Einzelhandelsprodukte sind schwer zu verkaufen. Reduzieren Sie die, ich weiß es noch immer nicht was. Wahrscheinlich beim Handel irgendwie. Produktionsgewerbe. Aber ich mach doch schon. Ich habe doch schon eine negative Bilanz an Produktionsgütern. Das hat mal funktioniert. Ich kann Abfall verkloppen. Den Einwohnern fehlt es an Unterhaltung. Die hier meckern eigentlich noch immer am meisten hier. Diese lustigen Menschen hier mittendrin. Warum ist diese Straße eigentlich bis hierhin so stark ausgelastet und da unten dann nicht mehr? Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. So, hier hatten wir Wasser. Da funktioniert soweit auch alles gut. Wie sieht denn das wassertechnisch aus? Wasser. Okay, produzieren mehr als wir brauchen. Abfall ist doof. Landwirtschaft ist auch noch doof. Kraftstoff ist total doof. Also, ich glaube, am miesesten sieht es momentan mit Kraftstoff aus. Gucken wir doch einfach mal, wo wir hier oben noch ein bisschen Kraftstoff uns irgendwie ergaunern können. Hier, Kraftstoff. Ölfeld. Was ist das hier eigentlich? Eine Raffinerie. Das wäre mal was. Ölfeld. So. Wo bauen wir dich denn hin? Am besten hier schön an den Rand, ne? So. Ja, es ist noch nicht verbunden, das ist klar. Das ändern wir jetzt. So, verbunden. Braucht ungelernte Arbeitskräfte. Ja, da haben wir ja wohl jetzt mehr als genug von, oder? Also, echt Leute. Sieht's denn jetzt aus mit Kraftstoff? Ah, fast produzieren wir genug. Wir produzieren genug. Sehr schön. Das ist doch schon mal super. Haben wir wieder eins, was passt. So, Abfallverwertung. Wir müssen einfach mal hier so eine riesen Müllhalde bauen. Leute, die hier in die Stadt kommen, fahren erstmal schön durch den Schrottplatz. Ich wollte jetzt eh zu groß machen, aber so. Ist mir dieses Gebiet zu groß? Ja, wie groß muss es denn sein? Also können wir vielleicht so bauen. Hä? Was machst du jetzt? So, jetzt wieder zu groß, jetzt nicht mehr. Also minimal höher. Gehen wir mal dahin. Winkel zwischen Start ist kleiner, der nimmt die Straße da nicht als feste Straße. So. Machen wir es einfach rein. Machen wir 200. Zack. So. Mal gucken, ob das was bringt. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben Abfall 4,6 und 7,3 brauchen wir.
das jeweils. Das würde ich noch kurz wissen. Braucht qualifizierte Arbeitskräfte, haben wir da schon wieder keine mehr. Kann doch irgendwie nicht sein. Also das ist ja ein Geschäftsgebiet. Okay. Da sind auch eh noch nicht genug Einwohner. Das heißt, wir machen qualifizierte Arbeitskräfte, die setzen wir dann einfach hier dran. Sein, dass das 0,6 bringt. 0,6, ein so ein Gebiet. Wie soll man denn das dann alles abdecken? Ich bin bescheuert. Das kostet 5000. Wenn ich mir überlege, dass ich jetzt 7000 plus mache, dann... Oh Mann. So, was sagt die Bilanz denn sonst noch? Wo sind wir denn sonst noch richtig schlecht? Also das... Ja, Landwirtschaft brauchen wir auf jeden Fall mehr. Die müsste ja auch dann Steuern sogar bringen. Schwerindustrie brauchen wir mehr, das bringt ja auch Steuern. Und produzierendes Gewerbe auch. Schwerindustrie, produzierendes Gewerbe, Landwirtschaft. Kümmern wir uns drum. So. Da ist Wohnraum, da baue ich bestimmt keine Schwerindustrie hin. Machen wir das mal hier. So, Schwerindustrie. Hohe Dichte. Geht wohl nicht, wa? Machen wir das hier. Und hier oben auch noch. So. So. Schwerindustrie. Produzierendes Gewerbe. Das kann ja ruhig da unten hin. Ich denke nicht, dass das so wahnsinnig stören wird. Produzierendes Gewerbe. Und Landwirtschaft wollten wir auch noch. Gehen wir wieder runter, bauen da am Silo entlang, ne? Ist das eigentlich egal, welche Landwirtschaft man baut? Spielt das irgendeine Rolle? Oder... Ich weiß es nicht. Oh! Düngemittel. Düngemittel kann ich bei 5 Silos bauen. Aber man braucht immer 10 Dinger für ein Silo und dann... Oh Gott, ey. Die sind ja echt verrückt. Machen wir hier mal so lange Streifen. Ja, Winkel zwischen Straßen zu klein, naja. Gehen wir noch was weiter. 97. Gehen wir dahin. Hm. 100%. So. Okay. Nehmen wir das nächste. Müssen wir was tiefer gehen. 97. 100%. Gut. Nehmen wir dich. Vierecke oder
Dreiecke bauen, ne? Aber man kann wohl nicht hier rüber und dann so. Okay, dann bauen wir den jetzt einfach hier hin. Ist zu groß. So. 90. Ah, geht doch mit dem Gebäude mittendrin. 95. 99. 100%. So. Dann machen wir hiervon noch eins. Moment, wenn ich den jetzt hier unten hinsetze, dann sehe ich es ja immer direkt, oder? Ja, 100%. So. Die müssen sich alle schon über dieses Silo freuen. Boah, ich brauche wieder noch mehr. Egal. Ein bisschen Landwirtschaft haben wir da. Habt ihr denn genug Arbeitskräfte und so? Beschäftigungsgrad 0%. Ungelernte Arbeitskräfte 0. Setzen wir hier noch ein paar rein, wa? Hier oben sind Qualifizierte, dann können wir die Ungelernten ruhig da unten mit reinsetzen. Das ist ja doof. Ja, passt wohl irgendwie nicht besser. So, Ungelernte. Oh, Spitzenkräfte gibt's jetzt auch. Nur wo arbeiten die? Schwerindustrie, hohe Dichte. Niedrige Dichte soll neu sein, verstehe ich nicht. Hightech-Industrie. Ah, die brauchen Spitzenkräfte. Und die nicht. Aber die Hightech-Industrie, die brauchen. Ah, okay. Gut zu wissen. So, was haben wir hier? Städtische Einrichtungen. Haben wir Gesundheit, was noch. Oh, da haben wir viel. Medical Institute. Oh, wow, 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 wow. Was? Ein Krankenhaus kriegt man ab 750.000 Einwohner. Wir haben ja schon über 100.000. Das ist ja schon mal was. Medizinische Versorgung für die gesamte Stadt. Medical Institute. Betriebskosten 5.000. Das kann man sich doch leisten. Damit sind die dann auch auf jeden Fall erstmal zufrieden. Mit der Versorgung. Die hängen wir mal hier zentral. Mehr oder weniger zentral irgendwo rein. So. Zack. Ist das super. Sicherheit. Macht immer Sicherheit in einem Viertel. Ganze Stadt. Okay, Polizeirevier. Wo brauchen wir denn unbedingt noch Sicherheit? Wenn wir dich hier hinsetzen, ne? Hier würdest du verdammt gut alles da oben abdecken. Und wow. Die sind ja schon mal ganz gut. Hier oben jetzt noch irgendwo eins hinhauen. Boah. Ja, Moment, dann nehmen wir das hier wieder weg. So. Setzen wir lieber hier unten eins hin. Und dann hier oben eins. Super. Jetzt haben wir eigentlich auch eine ziemlich gute Polizeiversorgung. Was haben wir hier mit Brandschutz? Stadtviertel. Okay. Hier unten ist so gut wie kein Brandschutz. So.
Lebensumfeld. Ein großer Park. Lebensumfeld ist wo noch schlecht? Hier ist es nicht besonders toll, ne? Machen wir da noch ein Park hin. Und hier ist es auch nicht unbedingt der Knaller. So. Jetzt machen wir übelst Minus, aber eigentlich müssen die Leute jetzt tierisch abgehen auf die Stadt. Also sie müssen doch jetzt wirklich zufrieden sein. Noch immer diese doofen Verkehrsprobleme. Aber wo? Hier und dort. Oh, da ist es gerade was besser geworden, aber hier ist noch immer scheiße. Wir müssen... Wir kommen fast nicht drum rum, ein U-Bahn-System zu bauen. Oh, was ist denn mit denen hier allen los? Anzahl an Führungskräften. Anzahl an Führungskräften, Anzahl an Führungskräften. Okay. Das sieht ja übel aus. Ihr seid Führungskräfte hier, oder? Ja, dann geben wir euch da noch ein paar dazu. Führungskräfte. So, da müssen die jetzt ja eigentlich auch zufrieden sein. Das ist ja echt super hier inzwischen für die. Nicht genug Geld. Oh oh. Okay, also ihr kriegt jetzt Führungskräfte, Leute. Okay. Das ist natürlich richtig scheiße, sowas. Wenn die alte Industrie keine Führungskräfte hat. Da hat sich mal auch schon total wieder verabschiedet. Sicherheitsschutz. Wollt mich doch verarschen. Das habe ich doch gerade alles gewährleistet. Ja, warten wir mal ab. Ihr mit eurem Verkehrsproblem. Ihr hier kommt angeblich nicht weg. Hier scheint jetzt alles okay zu sein. Ihr kommt nicht weg. Was ist mit dir da? Wieso kommst du denn da nicht weg? Das kann ich irgendwie gar nicht glauben. Wie sieht das hier überhaupt aus? Das ist doof. Das ist gut. Das ist eher so geht so. Landwirtschaft brauchen wir immer noch mehr. Das ist auch nicht so toll mit dem Kraftstoff. Brauchen wir auch noch was. Schwerindustrie brauchen wir auch noch mehr. Produktionsgewerbe brauchen wir auch mehr. Hightech-Industrie geht gerade so. Strom brauchen wir auch noch mehr. So, im Einzelhandel haben wir... Ja, viel mehr Produktion. Ja, die kriegen den Kram nicht weg. Das heißt, eigentlich müssen wir den super verkaufen können. Ah ne, Einzelhandel kann man schlecht verkaufen. Ne? Hm. Das geht wohl schlecht. Da kann man schlecht mit haben. Führungskräfte. Wir brauchen mehr Führungskräfte. Freizeitangebot. Arbeitsplatzsituation. Ihr werdet doch gebraucht ohne Ende. Das ist etwa zu weit, oder was? Ich meine, die Leute von hier reisen da ja auch an, also muss das doch gehen. Von überall reisen sie an. Scheiße, wie auch nicht. Alter. Die kommen alle dahin. Führungskräfte. Leute, seid ihr zu doof oder was?
Ich würde ja gerne noch was mehr Wohnraum bauen für die Führungskräfte, der auch ein bisschen näher dran liegt, aber ich habe jetzt einfach keine Kohle mehr. Die arme Hightech-Industrie, die geht den Bach runter. Ja, das sehe ich nämlich inzwischen auch schon so. Kann man die nicht einfach kurzzeitig lahmlegen? Das fehlt irgendwie. Dich reiße ich ab hier. So 5000, die mich das regelmäßig kostet. So. Und, was haben wir noch? Was? Ja, komm, scheiß auf den Müllsorgen. Verkaufen wir den blöden Müll halt. Wenigstens wieder ein bisschen plus. So, dann setzen wir es jetzt erstmal auf schnell. Dann brauchen wir Führungskräfte. Oh oh. Kann man einen Kredit aufnehmen? Richtig steinige. Oh nein. Jetzt rutschen wir schon wieder ins negative Budget ab. Ich würde gerne Kredit aufnehmen. Geht das? Das sind Baupläne. Mega-Bauwerke, wow. Kameraoption, ach, das ist das Ding. Erfolge. Ich würde gerne Kredit aufnehmen. Das ist einfach. Einfach. Das muss doch hier gehen mit Geld. Genau, indem ich einfach Geld rüberziehe, aber... okay, komm, verkaufen wir hier was. Dann machen wir vielleicht nicht mehr. Ah. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Jetzt, wieder ein bisschen Plus. Junge, 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 jetzt wird's langsam schwierig. Hm. 82% Auslastung. Wo ist denn hier die Linie? So, lass uns sonst mal anzeigen. Wo sind wir die Auslastung? Busverkehr. Reisezufriedenheit. Hm. Busverkehr. Ah, es ist teilweise schon stark ausgelastet, das Ding, ne? Wir brauchen mehr Führungskräfte. Boah, die verpesten inzwischen schon extrem die Umwelt hier.